Begonnen. Seit 2001 seid ihr in der Formation, aber was war eigentlich die Idee dahinter? Aber erzähl einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen. Genau, unser Chef, der Dom und Domino Blue, die sind unsere Chefs, die haben das gegründet 2001 und ja, mittlerweile haben sie halt eine mega große Trommel bei Kasche schon aufgebaut und mit der tun wir halt durch die ganze Welt. Du schaust aus wie ein Weihnachtsmann. Du hast viele Rollen gespielt in deinem Leben, auf allen Bühnen und vor Kameras. Aber ich glaube, die Rolle heute als Weihnachtsmann, das ist schon eine Herausforderung. Eine absolute, das nicht so viel ausschaut. Seltsam, einen roten Mantel wie ein Kapuziner. Und, nein, wie ein roter. Ich nehme meine, das ist eine schwarze. Wollen wir jetzt nicht politisch werden? Achso. Der Phäake. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen und heißt großer Genießer. Ich hab sonst nichts,
Darum habe ich gern ein gutes Papperl, liebe Herren. Zum Gabelfrühstück gönne ich mir ein Dollarfleisch, ein Kriegel Bier, schrieb an und ab ein Gulasch ein, kann freilich auch ein Brustfleisch sein, ein saftiges Beinfleisch, nicht so fett, sonst hat man zum Mittag Holzzeug fett. Dann mach ich, es ist nicht lang, mir auf meinen Mittag meinen Gesundheitsgang. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, Karl Merck hat sehr schlagfertig, sehr schlagfertig. Es ist nicht einstudiert. Na klar, ich habe ihn nicht, sonst kriege ich dann Watschen, dass der vierte Dr. Schnell war. Ganz wild, der Hebelsackbauer bricht durch. Dein Publikum, Karl. Ooh.